gucken wir noch ein bisschen außenrum. Vielleicht gibt es hier noch was Hübsches. Speichern wir nochmal. Das Speichern ist es, Utwins Lust, das Speichern. Jetzt kommen wir zu richtig alten Liedern, was? Nee, Mann, nee. Auch wenn es nur einer ist, ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr, gegen Mamelucken zu kämpfen. Ich fühle mich einfach so verarscht von diesen Leuten. Obwohl, vielleicht kriege ich es ja mit Armbrustschützen hin. Probieren wir es mal. Eventuell. Nach Möglichkeit. Unter speziellen Wetterbedingungen. Bei gemäßigter Luftfeuchtigkeit. Und Halbschatten. Und einer bestimmten Mondzirkulation. Mondzirkulation? Einem bestimmten Mondzyklus, sagen wir es mal so. Haben wir die Chance, dass wir einen Mamelucken töten, bevor er mir ein Armbrustschützenblatt macht? Also den einen hätten wir hinbekommen. Oh, Scheiße. Drecken. Wollen wir die überhaupt töten? Ich glaube, das wollen wir gar nicht, oder? Ist da denn sowas Interessantes? Ich glaube nicht. Oh. Junge, Junge, Junge. Du hast aber eine dicke Kanone. Das sind die sarazenischen. Das ist die sarazenische Schiffe. Alles klar. Genial. Ja, wunderbar. Sehr schön. Sehr toll. Bin begeistert. Auch noch Kamelreiter. Leute, was wollt ihr? Oh. Das ist Cannelloni oder Gilopoli oder... Willkommen in Gallipoli, eure kaiserliche Hoheit. Dankeschön. Gibt's hier was für mich? Gut, hier habe ich ein kleines bisschen Zuflucht bei gefährlichen neuen Pikinieren mit gefährlichem Gesichtsausdruck. Okay. Nee. Da mache ich nicht mit. Das Spiel könnt ihr alleine spielen. Ich bin nicht so der Fan von brennenden Stäbchen. Den Fetisch müsst ihr alleine ausleben. Ich hätte gerne eigentlich reingespielt. Ich brauche einen Speer, bitte. Also hier bei Monopoly ist es irgendwie ziemlich langweilig. So, mal einlassen und dann guckst du mir rein. Obwohl, ihr könnt weit genug gucken dafür. Oh, Hallöchen. Na, du kannst noch weg. Und der da drunter auch. Das könnte ich noch ein bisschen ziehen. Na komm, ich mach mit dem Tribocken einfach eine Erkundungstour. Die haben ja irgendwie, keine Ahnung, Funkturm und Ferngläser irgendwo drauf montiert. Hier haben irgendwie auch alle Einheiten maximale Upgrades. Selbst der berittene Speer hält im Prinzip viel aus und macht viel Schaden. Wo ist ein verdammter berittener Speer ist? Ein gottverdammter, räudiger, Robben-Baby-tötender berittener Speer. Du schaust mir mal weiter rein.
Ich hoffe, du bist kein Gynäkologe, dass du das falsch verstehen kannst. Eine Burg. Soll heißen, Tribok Power. Sag mal, hört doch mal auf die armen Häuser zu schießen. Die Bewohner drin sind mir ja egal, aber die armen Häuser, die haben doch auch Gefühle. Ich setze mich für die Häuser ein. Nieder mit den Menschen, lass den Häuser ihre Freiheit. Die Häuser brauchen auch ihre Privatsphäre, Leute. Guck mal, wo wir die Galeone kriegen. Ich glaube es wohl kaum, aber... Brumm. Ihr seid doch doof. Aber gut, ich habe ein bisschen weggelockt. Jetzt machen wir noch die Burg platt. In der Zwischenzeit würde ich ja gerne weiter. Ich weiß halt nicht mit den Mamelucken. Die Mamelucken sind gerade echt unsere schlimmsten Feinde. Weil ich weiß nicht, wie ich die kriege. Mit Armbrustschützen. Ohne Deckung wird schwer. Deutschritter können wir vergessen. Da rennen die einfach weg. Pikiniere kommen auch nicht wirklich ran. Paladini können wir auch vergessen, weil die gehen ruckzuck down, obwohl die ja schon wirklich gut geupgradet sind. Ist übel. Das ist einfach nur pornös. Deine äußerst pornöse Note. Und einen nussigen Nachgeschmack. Sag mal, Leute! Nee, das sind wir. Sag mal, was ist das? Was zum Teufel? Nein, doch nicht wieder auseinanderbauen. Och, ist er doch. Was ist denn hier los? Ich glaube, das lade ich nochmal. Was zum Teufel war denn das jetzt? Kommt. Hoch. So. Gut überstanden. Ja, jetzt stellt sich ja die Frage. Moment mal, wir wollen ja, dass die sich ergeben. Ich gehe mal mit meinen Rittern rein. Mit meinen Paladinen. Mit meinen Palarittern. Mit meinen Palittern. Bedrohen sie das Weltwunder. Sophia, ey. Bedrohen sie das Weltwunder, gehe ich da hin. So, ey, Weltwunder, deine Mutter, ey. Deine Mutter war noch schwerer als du. Ich mach dich platt, Weltwunder, ey. Ich hau dich nieder. Da hab ich's nie einfach so niederbedroht. Einfach weggetauntet. Das Weltwunder. Da ist es. Sehr gut, Barbarossa. Ihr habt mich überzeugt. Ich gestatte euch, meine Schiffe zu benutzen, wenn ihr mit euren Raubrittern von dahin zieht. Ja. Danke. Ja. Gut, Mann. Du hast. Erinnert mich jetzt gerade an die Verarsche zu Goffin 3. What the fuck? Also, ja. Es hat mich gerade die Verarsche von Gothic 3 bei der GameStar-Redaktionsfolge. Irgendwie so, hey, hör zu, wir werden keinen Aufstand starten. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Gut, Mann, du hast mich überzeugt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Nee, ich möchte meine Tribüne nicht verlieren. Könnte vergessen. Nee, nicht mit Commander. Gehen wir nochmal hoch, dann bereiten wir alles vor, hier zu verteidigen. Ist okay, von mir aus. Ihr geht hier rein. Ihr geht noch weiter rein. Ja gut, ihr müsst ja hier dann das Ding holen. Ihr haltet hier die Position. Da darf niemand durch. Auch keine Geräte. Wenn ihr irgendeine Geräte seht, dann... Leute, nein. Ach komm, das ist mir scheißegal. Kommt, ihr reitet jetzt einfach durch. Passiv möchte ich euch jetzt nicht stellen. Das werde ich bereuen.
kommt zum Weltwunder hin. Erstmal ordentlich anspucken, das Weltwunder. Sehr gut, Barbarossa. Ihr habt mich überzeugt. Ich gestatte euch, meine Schiffe zu benutzen, wenn ihr mit euren Raubrittern von dahin zieht. So, dann kommt her, ihr kleinen Popoklatsche. Ist mal wenig vorbereitet. Ich möchte euch, glaube ich, lieber nicht einsetzen. Nee. So, wir speichern nochmal unter der 2. Jetzt kommt her. Ich krieg euch, ja. Genau, rennt mir rein in die dunkle Couch. Ja, kommt, ja. Leg dich mit deinen Kamelreitern an, mit meinen Deutschrittern. Das ist eine gute Idee. Hau dich in Stücke. Vorsicht. Nee. Ah gut, Pikiniere sind jetzt annehmbare Verluste. Was denn nun? A whopper. Das sind meine Transportschiffe. Die brauche ich vielleicht noch. Scheiße. Wohin soll... Wie viel habt ihr da? Och, kommt. Ist das wirklich euer Ernst? Wie? Also ist nicht die Konsole. Ich meine... Ja, leck mich doch am Arsch. Wie soll ich denn da durchkommen? Blöde sarazenische Schiffe. Jetzt mal im Ernst, was? Ihr könntet mich ja ruhig unterstützen, ihr Blauen. Boah, Mann. Was? Die Mission trollt mich doch. Okay. Bleib mal ein bisschen zurück. Keine Aufmerksamkeit erregen. Nein. Hier schön da bleiben. Hier kämpfen. Geräte. Nimm die Geräte mit. Ja. Der Pikinier wird gegengeheilt, koste es wolle oder was es wolle. Ja, sag mal, das gibt's doch nicht. Warum seid ihr so unglaublich scharf drauf, mich hier niederzuhauen? Was haben wir hier? Schwere Brande. Kommt mal mit. Brauche ich hier unten irgendwo. Nicht da. Bist du bekloppt? Was? Wie? Sag mir mal ernsthaft, wie soll ich da durchkommen? Ich meine, was habe ich denn ansonsten? Jetzt habe ich das hier wieder verpennt, deswegen. Das soll ich da schnell... Ich verstehe. Nee, ich habe ein anderes. Wie mache ich das ansonsten, ist die Frage. Ihr kommt mal da hoch. Ihr bleibt hier oben alle stehen und macht bitte erstmal nichts. Und ihr am besten auch nicht. Gut. Die Stadt ist mir eh nicht von Nutzen. Ich würde mir am liebsten hier eine Schneise durchschießen. Sobald ich diese Schiffe bekomme, habe ich ein Riesenproblem. Sobald ich hier mit denen durchfahre, werde ich gleich niedergeschossen. Von daher müssen wir hier erstmal kaputt machen. Und einen schönen Schleichweg durchschießen, mit dem wir dann mit unserem schweren Gerät durchfahren können. Irgendwie frage ich mich echt, wie zum Teufel haben die sich das jetzt echt vorgestellt gegen diese Megamasse an Schiffen? Ja,
Ihr könnt ja mal mitfeuern. So. Also, die Mission ist hart. Das ist Kommando-Style-Taktik-Mission. Ich könnte es mir doch noch leichter machen. Kommt. Die Kanonentürme unterstützen mich eh nicht später. Ist mir schon aufgefallen. Das sind totale Egoisten, diese Kanonentürme. Genau wie die Schiffe. Eigentlich könnt ihr eh alles vernichten, bis auf die, die sich mir anschließen. Ja, wie gesagt, die Transportschiffe, die werden einfach niedergemäht. Oder ist das geskriptet, dass die niedergemäht werden und ich kriege noch woanders her Hilfe? Ich weiß es nicht, aber das ist doch einfach ein Witz, was ich an Unterstützung bekomme. Und was gegen was ich kämpfen muss. Aber die Sorte von Witz, wo man eigentlich nur unter Zwang lachen kann drüber. Schießen wir uns mal da hinten durch. Ihr lieben Tribocke, könnt mal zusammenpacken. Und machen wir mal den Kanonenturm da hinten weg. Das bringt mir anscheinend nichts. Hier habe ich jetzt meine Ruhe. Ich habe jetzt eigentlich alle Zeit der Welt im Prinzip. Warum sollte ich mir jetzt also Druck machen und schon hier gleich das Weltwunder da belästigen? Bedrohen, belästigen, alles mögliche. Sexuelle Belästigung am Weltwunder. Hey, du kleines, hübsches Weltwunder. Ja, du kleine. Kann ich mal deine Steine anfassen? Du bist aber schön geformt. Ach, Mann. Da seid ihr, ihr Pipi-Klatscher hier. Ja, ihr werdet mir ja übernommen. Ihr seid es, die ich bekomme. Und so. Fululu. Fululu, wululu. Stehen bleiben. Das ist alles Konstantinopel. Das ist ein sarazenisches Schiff. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie raus. Kussen. Hier unten bekomme ich doch eh nichts geschenkt. Ich bin gerade echt überfordert, was hier von mir verlangt wird. Aber da kriege ich hier drüben irgendwas. Die wenchen meine Belagerungsurnaga aus. Vor allem sind das noch welche, die ich bekomme. Das Problem ist ja, dass die mir jetzt schon feindlich gesinnt sind. Das macht echt gewaltige Probleme. Aber wisst ihr was? Ich mache es zumindest so, dass ich zumindest die Urnage hier herpacke. Ich glaube, das dürfte unsere Chancen erhöhen. Mich nervt der Qualm der Tribok jetzt ein bisschen. Egal, mit dem müssen wir leben. Beispiel das Ganze nochmal. Dann reiten wir schnell hin, sagen Hallöchen, Weltwunder. Ich mag Weltwunder. Sehr gut, Barbarossa. Ihr habt mich überzeugt. Ich gestatte euch, meine Schiffe zu benutzen, wenn ihr mit eurer Raubritten von da einzieht. Hallöchen, das sind doch mehr als gedacht. Was zum Teufel? Us, ihr müsst mir helfen. Ja. Action. Boom. Hier aufpassen. Aufpassen. Okay, warum haben wir jetzt doch so viele? Gut, viele Schiffe. Also verhältnismäßig viel mehr. Nee.
Näher ran. Lasst euch von den Schiffen, von den Unagern helfen. Oh mein Nager, oh mein Nager. Boah, Double Kill. Es ist trotzdem zu viel, um das zu handeln. Wie zum Teufel. Was? Wie viele? Warum? Ey, die Schiffe kann ich vergessen. Die kommen da niemals durch. Guckt mal, wie viel es ist. Ich verstehe das nicht. Ist es so normal, dass die zu kaputt gehen? Sollen die gar nicht überleben? Na komm, den wollte ich eh nicht behalten. Oh nein, dich habe ich vergessen. Aber komischerweise hast du keinen Schaden angerichtet bis jetzt. Nur so eine Richtung. So, das ist da was. Wir gucken jetzt mal bei der anderen Stadt vorbei. Wir haben jetzt doch ein Transportschiff hat's geschafft. Ich bin total aus der Hütte. I'm totally out of the house. Ja, hat ja lang gehalten. Ah ja, mit dieser Mini-Flotte. Was sollten wir damit ausrichten, bitte? Jetzt möchte ich mal wissen, ob wir die wirklich brauchen, die Flotte. Oder ob es auch anders geht. Ich habe einen Mensch verloren. Oder? Ich habe einen Mensch verloren. Nee, ganz ehrlich, die Flotte ist es mir nicht wert. Die Flotte ist es mir nicht wert. Scheiß drauf. Wir konzentrieren uns darauf, hier zu verteidigen und lassen die Flotte einfach verrecken. Beziehungsweise wir versuchen einfach so viel wie möglich einfach auf direkten Weg runterzuschicken. Vielleicht haben wir damit mehr Chancen. Guck, guck. Sehr gut, Barbarossa. Ich habe mit meinem Beritt im Speer bedroht. Ich gestatte euch, meine Schiffe zu benutzen, wenn ihr mit eurer Raubritten von dahin zieht. Deine Schiffe zu benutzen, Entschuldigung, ich habe keine Gerberei in der Nähe, da ich die benutzen könnte. Jetzt geht dann gleich hier der Spaß los. Da ist die totale Action geboten. Einfach durchfahren und winken. Guckt euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn. Was da an Schiffen ist, das ist doch unmöglich bewältbar. Bewältbar. So, jetzt kommt ihr und schaltet mit den Belagerungsunaga aus. Oh, ein Transportschiff hat es geschafft. Noch ein zweiten. Das zweite schafft es wohl nicht mehr. Boom. Schafft es wohl doch. Hm. Könnte. Sag mal, Leute, seid ihr des Wahnsinns? Hört ihr auf damit? Du Scheiße. Ja, so viel dazu. Scheiß auf die Schiffe. Nicht so wörtlich nehmen. Mönche. Mal kurz aussortieren. Hier sind die, hier sind die, hier sind die. Leute, wo sind die Mönche? Ich hasse euch, wann sind die denn gestorben? Gut. Lassen wir die Schiffe oben. Ich mache da nichts. Konzentrieren uns vollends darauf, hier zu verteidigen. Aber jetzt absolut zu 100% Om. 100% Om-Faktor hat es jetzt. Komm, ich bedrohe dich mal erstmal schön. Voll gegen Schienbein treten. Ich gestatte euch, meine Schiffe zu benutzen, wenn ihr mit eurer Raubritten von dahin zieht. Raubritten. Und wir halten hier einfach die Engstelle. Wo ist die Nullstelle? Da ist die Nullstelle. So, kommt her.
Ich hau euch platt. Ich hau euch. Mit meinen Geräten. Wo sind meine Männchen überhaupt? Warum sind die so vorne an der Front? Die sind sowas von vorne an der Front. Voll korrekt von Front sein Toten. Ich war sowieso am Anfang einen unnötig verloren. So. Das ist hier schon Spaß. Ist mir wurscht, ich kann die nicht halten. Das ist doch unmöglich. Guckt euch mal wirklich die feindliche Zahl an Schiffen an. Das ist doch ein schlechter Witz. Das ist einfach nur ein riesen schlechter Witz. Man kann doch nicht wirklich von mir verlangen. Was hab ich denn jetzt? Idiot, ich habe den normalen Spielstand gespeichert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mir den eigentlich aufheben für den Fall, dass es doch nicht so klappt, wie ich mir vorstelle. Das war jetzt natürlich doof. Was war denn der Spielstand davor? Moment, dann speichern wir den jetzt nochmal. Ist okay, ist okay. Das ist so verloren da oben. Das ist verlorener Boden ist es nicht, das ist verlorene See. Spielladen. Was ist der Spielstand davor? Das ist nicht besser. Da kommen die gerade frisch an. Scheiße. Also sollten wir die Schiffe... Na, ganz ehrlich, sollten wir die Schiffe brauchen, wüsste ich nicht, wie. Ja, genau, da sind wir gerade am Anstamm. Okay, dann behalten wir uns den Dreier mal auf. Den Dreier behalten wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Schiffe halten müssen, weil das ist doch nicht machbar. Guckt euch das doch mal an.